Man kann so schlecht quatschen, ja? Ja. Kommt doch näher, näher ran, damit das Christkind sehen kann, wie eure Augen hier im Dunkeln von Neugier und Erwartung funkeln. Hört in Ruhe mir etwas zu. Ist dieser Ort, an dem wir stehen, im Hof vom Schloss, nicht wunderschön? So schön wie unsere ganze Stadt, die der Advent verzaubert hat? Und seht, es hat zur rechten Zeit sogar ein wenig hier geschneit. Was? Märchenschlösser kennt ihr alle, doch ist das Schloss in diesem Falle Regensburger Wirklichkeit und dies nicht nur zur Weihnachtszeit. Heute steht ihr freilich nah davor und nicht bis draußen vor dem Tor. Ihr wisst, ihr werdet so belohnt von einer Fürstin, die hier wohnt. Sie heißt Maria Gloria. Oft sieht man sie, oft ist sie da. Die Fürstin liebt euch Kinder sehr, drum kommt noch etwas näher her und sagt dem Christkind, wie gefällt euch unser schönster Markt der Welt. Habt ihr euch schon angeschaut, was ich für euch hab aufgebaut? Die Buden und der Tannenbaum vom Schloss in seinem Innenraum. Ein Bild wie aus dem Bilderbuch. Und über allem der Geruch von Glühwein und erprobter Kost, von Kesselfleisch, von Wurst am Rost und einem Ferkel, das sich steht, am Spieß aus alten Zeiten dreht. Süße Säfte und Gebäck, gleich sind Durst und Hunger weg. Und inmitten jener Dünste, altes Handwerk, alte Künste, es wird gedrechselt und gezimmert, Holz wird geschliffen, bis es schimmert. Kerzen werden da gezogen, Blech und Drähte rundgebogen. Rohes Eisen wird geplättet, Glas geblasen, Ton geglättet. Manchmal leise, manchmal laut und gespannt wird zugeschaut. Kleine Leute drehen sich schnell auf dem Kinderkarussell. Und ungezählte Kerzenlichter werfen Glanz auf die Gesichter. Mein Markt hält viel für euch bereit. Darf ich? Drum geht herum. Darf ich? Und schaut euch um. Doch lasst euch Zeit. Ich bin
Ja, ja.